Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fuel. In der letzten Folge haben wir wieder versagt bei dem Sumpfrennen im Hexenkessel. Aber diesmal wollen wir es wirklich mal schaffen in dieser Folge. Wirklich. Ja, wir versuchen es einfach sofort nochmal. Wir nehmen jetzt mal wieder ein anderes Fahrzeug. Wir haben in der letzten Folge den Sabertooth genommen. Wobei ich den dann aber als doch nicht so gut eingestuft habe. Deswegen steigen wir, glaube ich, doch wieder auf den Nightmare um, weil ich glaube, der Dreadnought ist ja doch eher einfach eine abgespeckte Version vom Nightmare, deswegen brauchen wir den gar nicht auszuprobieren, denke ich mal. Wir nehmen also wieder den Nightmare und versuchen es nochmal in der Hoffnung, dass wir es in dieser Folge wirklich mal schaffen können. Wir haben ja schon so oft versagt bei diesem Rennen, dass es echt nicht mehr schön ist mittlerweile. So, wir überspringen jetzt mal die Anfangssequenz, die haben wir jetzt schon oft genug gesehen, ne? Und dann geben wir jetzt mal richtig Gas hier. So. Langsam ist der Spaß vorbei hier. Meine lieben Gegner. Jetzt wird es langsam ernst. So. Südöstlich sind wir unterwegs. Zum nächsten Checkpoint. So. Auf Platz 5 momentan, der erste ist 130 Meter entfernt, na das geht doch klar. Hier haben wir erstmal ein paar Leute überholt und sind schon mal auf Platz 2 gelandet. Das kann sich doch schon mal sehen lassen. Der erste wieder mit so einem Wagen unterwegs. So, jetzt kürze ich auch mal ab, komm. Hat das überhaupt jemand schon mal getan? Ich glaube nicht. So, Dan Flicky. Lacker Widden. Warum haben die eigentlich so alle so lange Namen? Na, das, was in Anführungszeichen geschrieben ist, ist wahrscheinlich der Spitzname. Der Flicky, also. So kann man ihn wahrscheinlich auch nennen, einfach. So, guck dir das mal an. Jetzt bin ich Erster. Diesen Platz behalten wir jetzt verdammt nochmal bis zum Ende. Mir reicht es nämlich langsam mit dem Rennen. Vor allem, weil der Let's Player, bei dem ich das gesehen habe, der hat es einfach beim ersten Versuch geschafft. Ja, so schon ein bisschen, aber der hatte auch irgendwie mega Glück, also bei ihm war es so, dass er auch Zweiter war am Ende oder Dritter und dann auf der Zielgeraden fahren die Gegner einfach total langsam und er überholt so ganz knapp vor dem Ziel den Zweiten und wird somit Erster. Falls es euch interessiert, wen ich schaue. Was? Warum bin ich jetzt Dritter? Hä? Wann haben die mich jetzt... Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Wann haben die mich jetzt überholt? Was haben die denn für eine Abkürzung genommen, sag mal? Das ist doch nicht... Jetzt ist der erste 500 Meter weg, oder was? Leute. Was? Ja, voll die Verarsche, ey. Mann, das gibt's ja wohl nicht. Okay, ich muss jetzt diesmal darauf achten, wo die mich da so heftig über, also so eine starke Abkürzung nehmen, dass ich die ja noch nicht mal sehe oder irgendwas. Und dann sind die auf einmal 500 Meter vor mir oder was? Ich glaub's ja wohl nicht. Okay, um gerade nochmal meine Erzählung von eben aufzugreifen. Ja, kurz vorm Ziel überholte er noch ganz knapp den Gegner, den KI-Gegner, weil die irgendwie da vorm Ziel total langsam geworden sind und somit wird er ein Erster ganz knapp. Und sein Name lautet AFC Beer, Ausrufezeichen am Ende. Das ist der einzige Let's Player, den ich gefunden habe, der Fuel auch Let's Played hat, also zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Ist wirklich so, okay, abgesehen von irgendwelchen amerikanischen Let's Playern, war der einzige deutsche Let's Player, der es auch Let's Played hat. Ey, komm. Das finde ich schon ganz schön krass. Also, ich habe außer ihm keinen einzigen gefunden sonst. Aber natürlich, Leute, das Spiel ist nach wie vor blind. Also, ich gucke das Let's Play für die Leute, die es nicht wissen, von den anderen Leuten. Jetzt muss ich mal aufpassen. Komm, weg.
immer nur so weit, wie ich selbst gespielt habe. Also erst spiele ich selber, dann gucke ich bis zu der Stelle das Let's Play und dann spiele ich erstmal wieder selber weiter. So, hier kann man abkürzen. Das machen die anderen Leute immer, ne? Ja. Versteh schon. Trotzdem ist da einer jetzt wieder so weit vorn. Ach man. Müssen wir doch irgendwie kriegen. Der ist schon wieder 400 Meter weg, oder was? Boah, das gibt's doch nicht. Kairatos. Also das Spiel ist nach wie vor blind. Keine Sorge, Leute. Ich habe mich nicht gespoilert oder irgendwas. Nee, so ist es nicht. Mache ich auch bei anderen Spielen natürlich nicht. So, komm. Komm hier raus, Mann. Boah. Bitte lass uns das noch irgendwie schaffen hier. Auch wenn der andere Typ da so weit weg schon wieder ist. Wie auch immer das geschafft hat überhaupt. Boah, das gibt's echt nicht. Komm schon, Fahrwagen. Ich geb wirklich Vollgas hier. Vollgas. Aber hier geht's halt auch den Berg hoch, da ist man noch etwas langsamer. Ich habe auch echt nicht immer die schlauste Route genommen, ne? Kann das sein? Was? Mann! Hört doch mal auf, irgendwelche scheiß Abkürzungen zu nehmen andauernd. Ey. Tja, hier bin ich auch außen rumgefahren, das war auch dumm. Vorhin immer. Ja, wow. Ja, der erste ist 700 Meter weg, ey, das können wir schon wieder vergessen, Mann. Ey, was für ein blödes Rennen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wieso ist ausgerechnet das Rennen so schwer? Gibt's ja echt nicht, ey. Muss mich jetzt echt mal konzentrieren darauf, was für Wege überhaupt die anderen Leute hier fahren. Ob die irgendwelche scheiß Abkürzungen nehmen, die ich nicht kenne. Ich glaube, das war so das Hauptproblem vorhin. Oder vorher generell bei dem Rennen. So, komm, jetzt lassen wir uns hier schon wieder aufhalten. Los. Der erste haut auch seine Führung aus irgendwie. Komm schon. Ah, aus dem Weg, meine Güte. Ich wollte da schön vorbeiziehen, aber sie stehen leider im Weg rum. Der erste ist jetzt schon wieder 230 Meter weg, oder was? Ist klar. Ist klar, was hätte ich dagegen machen sollen? Jetzt 400 Meter. Ey. Das kann doch jetzt langsam nicht mehr ernst sein hier. Man muss wirklich ganz starr zum nächsten Checkpoint fahren. Oder zum Glück wird es einem angezeigt hier beim GPS. So, nee, das ist der zweite erst. Der erste ist 300 Meter weg. So. Hier schön geradeaus durch. Ja, sehr gut. Komm schon. Muss doch irgendwie möglich sein, dieses mal zu gewinnen hier. Gib mir jetzt echt Mühe, aber. Tja, der erste ist immer noch 300 Meter weg. Hier auch abkürzen sollen. Ja, kann man ja kaum. So, aber diesmal sind wir ein bisschen näher dran. Das Rennen ist aber wirklich schwer, also. Es ist eindeutig, wirklich. So, komm. Wir müssen es noch irgendwie hinkriegen. Wo wir gerade erstmal bei der Hälfte sind, eigentlich. Naja.
Bisschen über der Hälfte schon. Fühlt sich hier immer schon so nach Ende an. An der Stelle. So, hier können wir auch abkürzen. Mann! Und da holt er mich, ey! Oh, das gibt's doch nicht, ey! Als ob die Leute diese Strecke so gut drauf haben. Dass sie an jede Abkürzung denken. Echt? Das GPS zeigt einem auch wirklich einen richtig schlechten Weg an. Den man echt niemals nehmen sollte. Und jetzt, erst ist jetzt schon wieder 500 Meter weg oder was? Ist doch ein Witz. Und warum dürfen die überhaupt andere Fahrzeuge nehmen, die ich gar nicht zur Verfügung habe? Das ist auch total unfair. Der erste hat irgendwie so einen komischen Lastwagen mit 6 Reifen da, den ich überhaupt nicht zur Verfügung habe. Also das ist echt, ich verstehe das nicht. Ja. Wie kann das denn sein, dass ich dieses Rennen nicht hinkriege, Mann? Ey, das gibt's doch nicht. Vielleicht hole ich jetzt nochmal richtig auf. So wie der liebe AFC-Bier. Das am Ende auch gemacht hat. Nee, das ist schon zu weit weg. Ja, supi. Ach, natürlich. Und dann, ja. Ihr mit euren Wagen, die ich überhaupt nicht nehmen kann, ne? Damit überholt ihr mich, oder was? Ja, sehr lustig, ey. Boah, das gibt's doch wohl nicht. Was für ein doofes Rennen. Da musst du ja absolut unfassbar perfekt fahren, um das irgendwie hinkriegen zu können. Muss ich es ja bald offscreen machen hier, weil ich es nicht hinkrieg. Ist ja wohl nicht die Möglichkeit, ey. Mann. So, aber es liegt auch daran, dass sie mich am Anfang hier aufhalten. Da muss man wirklich direkt dran vorbeiziehen. Gibt es eigentlich auch sowas wie Windschatten? Oder? Ja. Ja, weißt du, hab halt eine bessere Beschleunigung oder... Genau, obwohl du den gleichen Wagen hast wie ich. Ist auf jeden Fall fair. Auf jeden Fall. So, zack, Mann. Zweiter. Der erste ist 180 Meter entfernt. Das geht ja noch. So, jetzt müssen wir mal richtig aufpassen. Zack. Hier kürzen wir ab. Und jetzt muss ich jede einzelne Abkürzung nehmen. Da muss man sich wirklich konzentrieren auf die Strecke, sonst... verpasst man die Abkürzung. Gar nicht so auf die roten Pfeile konzentrieren, sondern nur auf die nächsten Checkpoints. Nur dann kann man das schaffen. So, 200 Meter ist er weg. Na, das ist ja schon mal ein bisschen... geht ja gerade noch. So. Zack, hier durch. Dann hier einfach geradeaus. Wow. Wow. Nein. Oh, nee. Gibt's nicht, ey. Jetzt sind wir sogar Dritter. Oh, Mann. Da machst du einen Fehler und sofort ist das Rennen im Prinzip für dich gelaufen. So was Schweres habe ich hier ja auch noch nicht erlebt in dem Spiel. Soweit ich mich erinnern kann. So, 370 Meter ist er weg. Können wir das überhaupt noch schaffen oder sollte ich schon wieder abbrechen? Meine Güte, ist das ein blödes Rennen. Versuche mal noch jede Abkürzung mitzunehmen, die ich irgendwie kriegen kann. Sofern es überhaupt was bringt hier, vielleicht ist es ja sogar langsamer. Ja, Wagen, fahr halt. Ach, meine Güte. Ich
bin hier am Verzweifeln. Immerhin habe ich jetzt mal die Abkürzung genommen, wo die anderen Leute mich immer betrogen haben, ja. Dim, 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 dim. Na, die Musik geht wenigstens. 500 Meter ist er weg, ey. 600 fast. Ist ja wohl ein Witz. Und immer ein anderer. Jetzt ist es der Jordan Guardianer. Was auch immer das für ein Name sein soll. Während die anderen immer hinter mir sind, aber immer genau einer, egal wer, ist auch immer ein anderer, der hebt sich richtig ab von den anderen. Tja, kann der nicht mal irgendeinen Unfall bauen oder irgendwas? Mann, oh Mann. Ja, ja. Hauptsache kommt jetzt noch der. Ach komm. Boah, was ist das für ein Rennen? Also, verstehe irgendwie den Unterschied bei der Schwierigkeit nicht so ganz. Na gut, die anderen Rennen waren jetzt auch schon nicht so einfach, aber das ist ja echt die Krönung hier. So, man muss schon wirklich am Anfang versuchen, sich nicht von den anderen aufhalten zu lassen. Was so gut wie kaum möglich ist hier, aber boah, der hat einen Abgang gemacht. Nee, hat er nicht. Stattdessen rammt er mich. Alles klar, danke. Ah, Gott. Fängt ja schon wieder gut an hier. So, aber in der Kurve hier kann man wenigstens schön überholen. Zack. So. Diesmal ist es übrigens Roman Tocchi. Ich sag, es ist wirklich jedes Mal ein anderer, der sich absetzt. Nie der gleiche. Aber Hauptsache immer genau einer, ne? Genau einer, der sich absetzt. Während die anderen schön hinter mir bleiben. Sehr realistisch, ne? Auf jeden Fall. So, komm schon. Man muss hier echt ein fehlerfreies Rennen hinlegen, ja. Damit das irgendwie klappen kann. Vor allem bei dieser Abkürzung, die ist so fies. Darf man hier nirgends gegenfahren. Boah, 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 boah. Oh Gott. Und da kam wieder ein Jet. Falls ihr ihn gesehen habt. So, ich sehe ihn sogar von hier aus. Komm. Diesmal ist es wirklich gut. Auch wenn er wieder richtig schnell hier aufs Gas drückt. Er ist in greifbarer Nähe. Nähe. Würde ich behaupten. So, wo ist er? Kann doch gar nicht sein, dass er schon wieder so weit weg ist jetzt. 200 Meter. Na, das geht gerade noch. Oh Mann. Oh, go. Los. Go, go, go. So, und ich weiß auch gar nicht, was hier eigentlich die schnellste Route ist an der Stelle. Ob man hier so abkürzen sollte oder mehr so auf der Straße bleiben. Aber hier sollte man auf jeden Fall abkürzen, das habe ich schon festgestellt. 400 Meter ist er wieder weg, ja. Habe ich irgendeinen Fehler bisher gemacht in diesem Rennen? Irgendeinen schwerwiegenden Fehler? Nein. Habe ich zumindest nicht festgestellt. Meine Güte, das gibt's doch gar nicht. Wo ist der denn jetzt schon wieder? 400 Meter weg. Mann, fahr doch mal ein bisschen langsamer, ey. Gibt's ja wohl nicht.
Aber ich habe halt auch kein besseres Fahrzeug zur Verfügung einfach. Dieser andere Wagen, der bringt mir ja nichts, er ist ja nur schlechter als der. Und der dritte, den ich auswählen kann, den wir schon probiert haben, der bringt ja auch nichts. Habe ich so das Gefühl zumindest. Komm, jetzt fahr nochmal richtig langsam hier. Nee, keine Chance. Was soll ich hier machen, Leute? Also, ist ja wohl ein Witz. Ja. Perfekt. Alle hängen sie ganz nah hinter mir, oder was? Roman Tocchi. Boah, ey, ich muss das jetzt auf jeden Fall... Nightmare ist das Fahrzeug, was der fährt. Nightmare? Oder war das jetzt der? Nee, ich bin mit dem Nightmare gefahren. Okay, ich werde das jetzt offscreen machen, Leute, weil ich habe es nicht in der Folge geschafft. Dann werde ich euch gleich das Ergebnis reinschneiden. Sofern ich es denn überhaupt in dieser Aufnahmesession schaffe. Den Nightmare... Nee. Ja, Nightmare. Sabertooth. Oder wir versuchen es... Ich versuche es nochmal mit dem Sabertooth gleich, glaube ich. Ja gut, dann mache ich jetzt einen Schnitt und gleich zeige ich euch das Ergebnis, wenn ich es dann hoffentlich geschafft habe. Also bis gleich. So Leute, ich bin jetzt am Ende des Rennens bald. Oder bin ich jetzt? Und ihr seht, ich bin Erster. Und zwar mit dem Sabertooth-Wagen. Wie man sieht, war auch jetzt gerade erstmal der erste Versuch nach dem Schnitt. Und ja, der zweite ist 200 Meter entfernt, also ich habe keine Ahnung. Diesmal hat es irgendwie richtig gut funktioniert. Am Anfang war der schon ganz nah, oder war ich schon ganz nah am ersten dran. Und wie man sieht, ich habe es geschafft. Cool, hat jetzt nur einen Versuch gedauert nach dem Schnitt, also das war supi. Tja, keine Ahnung, warum das jetzt auf einmal so gut funktioniert hat. Vorhin hatte ich es ja auch schon mal mit dem Wagen versucht, hat es überhaupt nicht funktioniert. Keine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht habe. Neues Ausrüstungsteil gewonnen. Tätowierung, Mönch und Drache. Okay. Du hast den Herausforderungs-Doppler-Truck entdeckt. Überprüf deine Karte. Ja. Machen wir ja dann noch. Später, später. Okay. Haben wir das Rennen jetzt noch in der Folge zumindest geschafft. Speichern wir nochmal eine Runde. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit Stille Wasser. Das letzte Rennen des Hexenkessels. Die Herausforderungen haben wir auch alle schon durch. Das heißt, es ist dann auch das letzte Event vom Hexenkessel. Damit geht es dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir werden nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von Fuel und ciao.